Hi, ich bin Ina aus der Quillzauberei. Ihr befindet euch gerade auf dem Kanal von Herrschaft Müller und fragt euch vielleicht, was ich hier mache. Wir machen eine Kollaboration, die Quillzauberei, zusammen mit Herrschaften Müller. Das bin ich. Wenn ihr beide Teile dieses Videos sehen wollt, dann schaut ihr natürlich auch rüber auf unser Kanal @quillzauberei.de und diesen Teil seht ihr ja jetzt schon bei @herrschaftenmüller. Ja, hi. Schön, dass du hier bist in Dienstlagen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, auch genial, dass du uns so viele tolle Quills mitgebracht hast. Ach, die alten Dinger. Da frage ich mich natürlich schon, wie lange patchworkst du eigentlich schon, wenn ich mir diesen Berg hinter mir hier so angucke? 2014 habe ich, glaube ich, angefangen. Ja. Wow, das sind ganz schön viele Quills für gerade mal 7 Jahre. Ist das alles oder hast du uns noch was vorenthalten? Nee, einige habe ich verschenkt. Da sind ein paar dabei, die musste ich mir ausleihen. Die hatte ich schon verschenkt. Es gibt aber einige, die habe ich verschenkt an Leute, die sehe ich nicht so oft. Deswegen, der Stapel wäre größer. Da fehlen bestimmt 10 Quills. Was hat dich denn dazu gebracht zum Patchwork und Quilting? Das ist ja jetzt eigentlich eher so für Deutschland ein ungewöhnlicheres Hobby. Also tatsächlich angefangen hat es mit dem hier unten. Wir werden noch eine Trunkshow produzieren, wir beide, und da kann man dann auch mal genauer sehen, wie der aussieht. Das ist ein Pixel-Quilt von dem One-Up-Pilz von Super Mario. Den hatte ich im Internet gesehen, ich weiß nicht mehr wo. Den hatte jemand offensichtlich genäht und er lag auf einem Bett. Und ich dachte, das ist eine Tagesdecke, so, weil ich hatte ja keine Ahnung. Und dachte, diese Tagesdecke, die brauche ich auch. Und habe halt geguckt, wo man die kaufen kann und festgestellt, dass man die nirgends kaufen kann. Also dachte ich, leichtsinnig und arrogant wie ich war, ja, dann nähe ich den halt einfach selber. Hab noch nie genäht und hab mir eine billige, uralte Nähmaschine auf eBay gekauft und bin in den Stoffladen gegangen und hab gesagt, hier, ich brauche bitte die Farben hier und hab wahllos Stoffe rausgesucht in den passenden Farben und hab angefangen zu nähen. Der Quilt ist eine mittlere Katastrophe, aber er hält zusammen und ist kuschelig und wird geliebt. Und so habe ich angefangen. Ich glaube, das ist auch das A und O, dass Quilts mit Liebe genäht sind und im Grunde Liebe sind, in die man sich einwickeln kann. Wie hast du denn dann überhaupt für dich rausgefunden, dass das jetzt, ich meine, du sagst, es ist eine mittlere Katastrophe, aber wie hast du für dich rausgefunden, dass das eine mittlere Katastrophe ist? Ich meine, du hattest ja in dem Moment noch keine Erfahrung und keinen Vergleichswert. Naja, aber man sieht ja schon, was gerade ist und was nicht gerade ist. Und das ist ein Pixelquilt, das heißt, es sind Quadrate. Und wenn ein Quadrat plötzlich ein Rechteck ist und wenn die Nähte nicht aufeinandertreffen, dann sieht man das auch als Anfänger. Speziell bei dem, die Stoffauswahl war eine Katastrophe. Ich habe halt nach dem schwarzesten Schwarz gesucht, was die in dem Laden hatten. Und das war halt nun mal Minky, also so Niki-Stoff. Und der stretcht sich wie verrückt. Autsch. Irgendjemand muss mir gesagt haben, dass man Interfacing nehmen muss. Das habe ich dann dagegen gebügelt. Das hat auch nur so mittelmäßig geholfen, aber immerhin ein bisschen. Und der Rest ist halt Babycord. Naja, dann muss ich das halt irgendwie quilten. Und dann in dieser uralten Maschine, das Nahtbild nicht so gut. Hatte auch keine Ahnung, habe es irgendwie da durchgeschoben, aber sie hält. Also sie ist auch an einigen Stellen geflickt, aber interessiert ja keinen. Es ist ein Gebrauchsquilt. Und also mein Mann tatsächlich, das ist sein Lieblingsquilt, den will er immer im Wohnzimmer haben. Wenn ich einen anderen hinlege, dann wird der weggelegt, dann wird der zurückgeholt. Das ist doch schön. Dann ist es ja wirklich dann doch eigentlich der perfekte Erstlingsquilt geworden. So gesehen ja. Ich habe allerdings Jahre später meinen persönlichen Redemption-Quilt gemacht. Ich habe den gleichen einfach nochmal gemacht. Das ist der hier. Diesmal aus vernünftigem Stoff, Quilting-Stoff. Und den habe ich für einen Freund gemacht. Den musste ich mir ausleihen. Vorgestern habe ich den in Köln abgeholt und musste den dann in 2 Wochen wieder abgeben. Bis dahin habe ich den als Leihgabe. Auch den gibt es dann in der Trunkshow zu sehen. Ja, super. Ich freue mich schon darauf, dass wir nachher deine ganzen Quilts hier einmal auch wirklich sehen können, auseinandergefalten sehen können. Solltet ihr nicht verpassen, schaltet da unbedingt rein. Aber wie ging es denn dann weiter für dich? Also hast du Blut geleckt und gesagt, Mensch, das hat jetzt so Bock gemacht? Oder war es einfach ein, das will ich jetzt aber auch mal besser machen? Also ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Also ich weiß noch, das war ja das allererste, was ich jemals genäht habe. Ich habe vorher nie genäht. Ich habe in der Grundschule mal Handarbeitsunterricht gehabt und von Hand so ein paar Sachen zusammengenäht. Das fand ich furchtbar. Und seitdem nie wieder genäht, obwohl meine Mutter Handarbeitslehrerin war und eigentlich mir das hätte beibringen können. Aber ich durfte ihre Nähmaschine nicht anfassen. Nicht, dass ich das bis heute hin übel nehmen würde, aber ich nehme mir das bis heute hin übel. Dann habe ich dann halt damit angefangen und ich habe, als ich den angefangen habe zu machen, geschnitten und ich hatte ein paar kleine Reste, da habe ich dann so eine Mini-Version draus genäht, die noch krummer und noch schiefer ist. Und die hatte ich dann
der Schwester meines Mannes geschenkt. Die hatten da gerade ein Baby bekommen. Das war wirklich so klein, dass das Baby gerade eben so drauf passte. Also auch nicht mal ein Babyquilt zum Krabbeln, einfach wirklich nur ein Mini-Ding. Und das hat sich irgendwie gut angefühlt. Und dann hatte ich dann halt auch noch für andere Kinder welche gemacht. Ich habe eine Freundin von mir hatte eine Freundin, die wurde schwanger und die sagte, hier, hast du nicht Bock, was zu nähen? Und das habe ich dann halt gemacht, wie man das halt so macht als Nähanfängerin. Man näht halt einfach so durch die Gegend und jeder, der will, kriegt was. Die Arbeit kostet ja nichts, ne? Man macht das ja aus Spaß. Und dann hatte ich irgendwann auch noch einen gemacht für meinen Sohn. Den hatte ich schon lange vorher vorbereitet. Der ist auch hier irgendwo auf dem Bild. Das ist der hier. Noch ganz einfach aus riesigen Quadraten. Und na, dann waren das plötzlich 3, 4, 5, 6, 7 Quilts. Und und dann ist man halt dann dabei. Und dann ist es halt auch schon zu spät, um aufzuhören. Und irgendwann auf dem Weg habe ich dann in meiner klitzekleinen Nische hier so eine mittlere Berühmtheit erreicht, was sich komisch anfühlt immer noch. Also es ist tatsächlich auch komisch hier zu sitzen vor 3 Kameras und im Hintergrund irgendwie alles aufgebaut und wir laden das auf YouTube hoch und irgendwie 1000 Leute gucken sich das an. Das fühlt sich komisch an, aber ja, es ist halt jetzt meine Realität. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich teile das mit der Welt? Bist du da mehr so reingestolpert oder kamst du schon aus einem anderen Bereich im Social Media, wo du gesagt hast, das ziehe ich jetzt durch? Nee, gar nicht. Also ich definiere mich ja als zu alt für gewisse Sachen. Und habe halt mit dem Instagram das auch nur deswegen gemacht, weil ich hatte einen privaten Instagram wirklich nur für Freunde, der auch nicht öffentlich ist und habe da dann auch mal ein Bild gepostet, was ich halt gerade genäht habe. Und das wurde dann ein bisschen mehr. Und irgendwann dachte ich, mir laufen die Leute weg, wenn ich jetzt nur noch meine Nähsachen hier poste. Dafür habe ich einen eigenen Kanal dann einfach gemacht. Nur deswegen, um das für mich zu katalogisieren. Dass ich halt alle Sachen, die ich nähe, einfach mal kurz fotografiere, stelle die rein und habe dann für mich einen Katalog. Weil ich nähe ja und ab und zu kriegen Menschen mit, dass ich nähe. Und dann stellen manchmal auch Menschen Fragen, was nähst du denn so? Und wenn ich dann in meinem Telefon rumscrollen muss, bis ich den letzten Quilt finde, den ich gemacht habe, oder noch einen älteren, das dauert halt ewig. Und deswegen habe ich Instagram genutzt für mich nur als Katalog, was ich schon so genäht habe. Und das empfehle ich auch immer einfach allen Leuten, dass sie das für sich machen. Einfach alles, was sie so nähen, warten, bis das Licht gut ist, irgendein Foto machen, reinstellen. Nur für einen selber. Und wenn das auf dem Weg dahin irgendwie so ein bisschen, Lauf nimmt und Leute das gut finden und man irgendwie Follower gewinnt, toll. Aber deswegen sollte man es nicht machen. Ich denke, wenn man es für sich selber macht, also wenn ich das für mich mache und ich das gut finde, was ich da poste, dann finden das auch andere Leute spannend. Spornt dich das denn auch manchmal an, wenn du dann Likes kriegst? Und manchmal, ich kenne es jetzt von mir, manchmal hat man so ein Projekt, wo man sich denkt, na, ist jetzt nicht mein Lieblingsprojekt oder eigentlich würde ich jetzt gerne was anderes machen. Ich sage immer, hui, ein schöner Stoff, was mache ich jetzt aus dem? Und da liegt noch was angefangenes. Spornt dich das denn auch an, wenn du da Kommentare kriegst? Ich finde das schon, also ich finde das schön, mich freut das auch. Ich beantworte ja auch immer noch alle meine Kommentare und ich sehe auch jeden Follower, den ich habe. Und dadurch, dass ich jeden Follower mir einmal angucke, ist es schon auch schön, so die Rückmeldung zu bekommen. Das ist allerdings nicht der Grund. Manchmal bin ich überrascht, dass man postet irgendwas und hat dieses eine Bild dann plötzlich über 1000 Likes. Und das war aber eins, was ich gar nicht so spannend fand. Und dann habe ich was ich super spannend finde. Und ich denke, ich bin da ganz stolz auf und poste das und habe dann 200 Likes. Das sind tatsächlich Sachen, mit denen sollte man sich nicht auseinandersetzen, weil darum geht es nicht. Es ist, der Algorithmus macht halt, was er macht. Und manchmal sehen das mehr Leute, manchmal sehen das weniger. Und das ist egal. Wenn du am Ende einen schönen Feed hast, wo man schön durchscrollen kann und schwelgen kann, dann reicht das schon. Oder es reicht auch, wenn es nur der Katalog ist von den Sachen, die man schon so gemacht hat. Also als Sklave der Likes sollte man nicht bei Instagram unterwegs sein, da wird man nur unglücklich. Wie viele Follower hast du da eigentlich mittlerweile oder legst du da eigentlich gar keinen Wert dann auch drauf? Also es gibt ja immer wieder Influencer oder wie ich dich netterweise getauft habe, Sofluencer, Ne-Influencer, die eigentlich nur die ganze Zeit damit kokettieren, wie viele Likes da jetzt sind, ob sie schon ein blaues Häkchen haben und Co. Aber davon scheinst du dich ja dann nicht aus der Fasson bringen zu lassen. Nee, ich muss da tatsächlich auch immer gucken, weil ich werde das ja ab und zu dann doch immer gefragt. Ich weiß, dass ich über 4000 habe, weil bei 4000 habe ich ein Giveaway gemacht. Und ich wusste ganz genau, als ich 400 hatte, wusste ich ganz genau, ich habe 400, weil da war ich mega stolz drauf. Jetzt sind es allerdings halt mehr. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der zukommt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, darüber definiere ich mich. Ich fände es schön, wenn ich 10.000 Follower hätte, weil man dann eine extra Funktion freigeschaltet bekommt. Mhm. Da kann man nämlich in den Stories einen direkten Link posten. Das ist ein Gimmick, was ich schon irgendwie gerne hätte. Aber abgesehen davon, ich definiere meinen Selbstwert nicht über die Anzahl meiner FollowerInnen. Also das ist, ja, wie schön, dass ihr alle da seid.
Aber ob das jetzt 2000, 3000, 4000 oder wenn es auch nur 150 sind, ist so wichtig ist es nicht. Welches Format bringt dir denn eigentlich am meisten Freude? Ich muss sagen, die meiste Freude habe ich tatsächlich einfach nur am Machen. Also ich mache meine Quills und mache kleine, große und die mache ich halt eh. Ich bin Generation Handy, ich habe mein Handy eh immer in der Tasche. Da macht man halt ein Foto und dann poste ich es auch bei Instagram. Das macht mir Spaß. YouTube macht mir großen Spaß, ist aber sehr zeitintensiv, denn so ein Video zu produzieren dauert halt nicht nur das Drehen, sondern der Schnitt dauert ewig. Deswegen ist YouTube ist die meiste Arbeit. Aber es ist nicht weniger Spaß. Es ist irgendwie, das macht alles Spaß. Weil deswegen mache ich das. Wenn es keinen Spaß macht, muss ich es lassen. Ja. Also es ist für dich schon eine Symbiose von zwei Dingen, die dir sehr viel Spaß machen. Einmal die Freude am Nähen und ja, auch ein Talent für gute Fotografie, muss man ja sagen. Wohlverdient hast du so viele Follower. Vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich, ich habe mit YouTube auch deswegen angefangen, ähnlich wie Instagram. Es hatte dann eher so einen zweitrangigen Grund. Die Idee war, ich nähe ja eh den ganzen Tag. Und dann kann ich mir auch eine Kamera ins Gesicht halten und dann poste ich ab und zu halt mal was bei YouTube. Das war die Idee. Tatsächlich ist aber der Schnitt so aufwendig, dass es dann doch nicht so regelmäßig geworden ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Und jetzt sind mir auch noch zwei Kinder dazwischen gekommen. Das macht es noch ein bisschen komplizierter. Aber ja, das ist alles so, was man halt so macht. Und man muss gucken, wie man seine Zeit einteilt. Also für mich haben sich die Prioritäten gerade ein bisschen verschoben. Ja, aber wie gesagt, es muss halt immer noch Spaß machen. Ja, zwei Kinder, das mitten in Berlin, dazu noch eine große Nähleidenschaft und dann bist du auch noch in der Pflege tätig, wenn ich das richtig mitbekommen Im habe. Augenblick nicht. Im Augenblick nicht, im Augenblick in Elternzeit. Richtig. Für die zwei Kinder habe ich gesehen, du hast jetzt dich ein bisschen wieder an Jersey herangetastet. Ja. Ne, mit Jersey hat es eigentlich angefangen, denn als ich angefangen habe zu nähen, da war das die Zeit, wo plötzlich so eine Art neues Mommy-Movement hochkam. Alle haben Kinderklamotten genäht und dann gab es ganz schöne Prints plötzlich nur noch auf Jersey. Und da habe ich. Kann halt nicht am schönen Stoff vorbeilaufen. Und deswegen habe ich zu Hause eine große Sammlung an Jersey-Stoffen, die irgendwie noch vernäht werden wollen. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, wieder was zu nähen. Denn der Große würde sich unter Umständen auch schon wehren, wenn ich dem Sachen nähe, die er nicht gut findet. Und es macht auch nicht so viel Spaß, Klamotten zu nähen für größere Kinder, die schon eine Form haben. Naja, was ihr ja jetzt nicht wisst, ist, während wir das hier gerade produzieren, produzieren wir auch noch nachher ein Instagram Live und was nicht alles. Heute ist der große Production-Tag. Production-Tag, der große Production Day. Genau, aber weil wir ja nicht wollen, dass unsere Kunden unzufrieden sind, ist hinten ein Teil vom Team, heute nur ein kleiner Teil, damit es nicht so laut wird, aber damit eure Bestellungen trotzdem noch rausgehen. Heute in Notfallbesetzung. Genau, jetzt hast du wieder das Sagen, weil du interviewst ja gerade mich Ja. auf meinem Kanal. Ja, Henrik, du nähst ja auch wahnsinnig viel, wie man ja auch hier hinter uns sieht und nachher in der Trunkshow. Aber wie finanzierst du das eigentlich alles? Ja, einmal im Monat überfalle ich eine Bank. Ja, nee, ist tatsächlich, also wenn ich mein Näh-Hobby ist so eins meiner wenigen Hobbys. Ich trinke nicht, das spart schon mal Geld. Ich rauche nicht, das spart auch Geld. Und ich habe den Luxus mittlerweile, dass ich genug Content produziere, dass ich interessant manchmal sogar für Firmen bin, zum Beispiel für dich. Dass ich ab und zu mal was günstiger bekomme oder auch schon mal was geschenkt bekommen habe. Und ich habe zum Beispiel, es hat angefangen, ich habe einen Quilt genäht für Brigitte Heitland von Zenschick für Moda. Die hatte ich angeschrieben, ich würde ganz gerne auch mal was für die nähen. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, ich schicke dir die Stoffe zu, du nähst das und dann leihst du mir das aus für eine Messe und danach kriegst du den wieder und darfst ihn behalten. Und das fand ich ganz großartig. Das so, wow, wer macht denn sowas? Geil. Und habe dann halt Stoff umsonst bekommen, den ich jetzt halt zu Hause rumliegen habe. Das fand ich sehr schön. Dann hat Lips Elliot mich angeschrieben. Also die musste ich dann nicht mehr anschreiben, sondern die hatten mich angeschrieben und gesagt, sie würde ganz gerne auf dem deutschen Markt irgendwie sich ein bisschen erweitern, ob sie mir Stoffe schicken darf. Cool. Und ja, danke. Der Tag, an dem ich Stoff ablehne, ist der Tag, an dem ich bitte einen Gnadenschuss bekommen möchte. Denn ich habe dann offensichtlich meinen Verstand verloren. Und das hilft so ein bisschen. Natürlich gebe ich wahnsinnig viel Geld für Stoff aus. Also mein Stoffbudget sind so ungefähr 3.000 € im Jahr, die ich für Stoffe ausgebe. Ich habe Verwandtschaft in den USA, das hilft. Das heißt, da kann ich Sachen günstiger kriegen.
Dann unterstützt du mich ab und zu mit hier und da mal eine Kleinigkeit. Das ist auch ganz geil. Und ansonsten, ja, ist klar, es kostet wahnsinnig viel Geld. Was ich aber auch mache, ist, ich habe ein paar Schnittmuster, die ich verkaufe. Und zwar hatte ich da angefangen, English Paper Piecing zu nähen. Und zwar habe ich angefangen mit dem hier. Das ist ein Schnittmuster, das ich nicht selber gemacht habe, sondern das ist von, ja, jetzt habe ich es. Und zwar, genau, das hat mit dem, nicht mit dem Design selber angefangen, sondern mit der Designerin. Das ist Penny Spool Quills. Die werde ich hier auch sicherlich irgendwo verlinken unten. Müsst ihr mal gucken, in den Shownotes ist da ein Link zu. Die hatte ein Sternenmuster, der ein bisschen aussieht wie der Nautic Star, aber ein bisschen aufwendiger als EPP gemacht. Und ich weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie auf Insta muss die gepostet haben, dass sie TesterInnen sucht. Und dann habe ich gesagt, ja hier, ich pattern umsonst, bin ich dabei. Hatte aber vorher noch nie FPP gemacht, also Foundation Paper Piecing. Und das einfach mal ausprobiert und habe dann da einen Bezug für meinen Nähstuhl gemacht. Was ist denn das genau, Foundation Paper Piecing? Nee, man näht auf Papier. Du hast auf dem Papier Linien aufgezeichnet, dann legst du den Stoff drauf, nähst über das Papier drüber, klickst um und hast sowas sehr Akkurates. Wenn man das genauer wissen will, dann muss man sich eins von meinen Videos angucken, wo ich das erkläre. Es gibt auch noch so viele andere Videos, die das erklären. Also malen nach Zahlen mit Stoff quasi. Ganz genau. Und damit hatte ich angefangen für sie und da habe ich ein Bild von gepostet und das kam wohl auch wahnsinnig gut an. Das war mein erstes Bild, wo ich für mich dachte, wow, so viele Likes kann man kriegen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Da dachte ich so, cool, das mache ich jetzt öfter. Habe dann das Muster da auch noch gemacht und irgendwann dachte ich, ich würde ganz gerne mal eine Nähmaschine nähen. Und dann gab es ganz viele Foundation Paper Piecing Muster mit Nähmaschinen, allerdings nicht meine Nähmaschine. Sondern es gab halt so Vintage Nähmaschinen, sowas wie das kleine Ding hier und echt auch süße Sachen. Aber es fehlte mir die moderne Nähmaschine, die ich habe. Ich wollte die nähen. Und die gab es halt nicht. Und dann dachte ich, auch wieder überheblich, wie ich manchmal bin, aber mache ich das einfach selber. Wie schwer kann das schon sein? Und es ist verflucht schwer. Und irgendwie habe ich es dann aber hinbekommen. Und das habe ich dann veröffentlicht. Und das verkauft sich dann halt auch. Also ich meine, da mache ich Umsatz mit, aber halt keinen Gewinn, weil das ganze Geld wird reinvestiert in den Stoff, wie sich das gehört. Und das ist so ein bisschen so das zweite Standbein. Vielleicht kann ich das ja irgendwann mal so weit kriegen, dass es auch wirklich ein richtiges Gewerbe wird. Und das wäre halt schon schön. Im Augenblick ist es mehr so, ja, weiß ich nicht, wie der Straßendealer halt Drogen verkauft, weil er seine eigene Sucht finanzieren möchte. Ungefähr so läuft's. Du hängst also voll und ganz an der Nähnadel. Auf jeden Fall. Also ich hänge an der Nadel, davon kannst du ausgehen. Und das ist hier, das ist dieser Swiss Machine Block, heißt der? Ja, das ist der Swiss Machine Block, so habe ich den genannt. Und zwar ist das die Bernina Nähmaschine, also genau genommen ist das nicht meine, sondern das ist die Bernina 770 QE, glaube ich. Ich habe die 570 QE. Die ist größer, die sieht schöner aus, ist eigentlich meine Traummaschine. Und ich habe damals Bernina auch angefragt, ich habe das fertig gehabt und dachte, bevor ich es veröffentliche, frage ich mal kurz an, weil das deren Maschine ist, ob ich das denn überhaupt darf. Und die haben gesagt, ja, kannst du machen. Darfst auch erwähnen, dass das eine Bernina ist. Nenn den Blog aber einfach bitte nicht Bernina. Mhm. Und deswegen, kleines Wortspiel, Swiss Machine ist es ja. Es ist halt eine Schweizer Maschine. Und meine Muster haben meistens dann irgendeine Anspielung auf ein Wort, was so ähnlich ist. Und genau. Und ich habe Ideen für einen ganzen Nähzimmer-Quilt. Allerdings zu wenig Zeit. So. Aber es wäre schon sehr geil. Und ist es dann bei der Swiss Machine für dich geblieben? Oder hattest du dann einfach Blut geleckt? Ich habe dann Blut geleckt. Also ich habe den gemacht und ich habe halt parallel auch noch ein Traditional-Quilt-Muster veröffentlicht. Also beide zeitgleich, weil warum nicht? Das war der Fish Fountain Quilt. Mhm. Der ist hier unten. Mit Stoffen von Lips Elliott. Das waren die Stoffe, die sie mir geschenkt hatte. Und dann dachte ich so, ich habe diese Stoffe, das reicht aber nicht ganz für einen Quilt, weil das halt Fat Quarters waren. Und dann habe ich dann Weiß dazu genommen und habe Half-Square Triangles gemacht und die ausgedeckt so, hey, das sieht aus wie ein Muster, das mache ich jetzt mal. Genau, und da habe ich die beide zeitgleich veröffentlicht und dann aber weitergemacht mit den FPP-Patterns. Das nächste war ein Rollschneider, und zwar nicht irgendeiner, sondern der, den ich benutzt habe, das ist der von Tula Pink. Mhm. Und ich habe noch mehr, ich weiß gar nicht, genau, dann habe ich eine Garnspule von Aurifil gemacht, weil Aurifil bestes Garn. Und das sage ich nicht nur, weil ich dafür Sachen umsonst kriege, sondern auch, weil ich es einfach super finde. Es ist ein echt richtig tolles Baumwollgarn und ich versuche Polyester, wo ich kann, zu vermeiden. Und das ist echt ein tolles Garn. Und besonders toll ist, dass es halt echt in allen Farben gibt. Also man hat immer die passende Farbe und das finde ich großartig. Und es ist halt auch wirklich reißfest und man hat nicht so viel Dreck auch in der Nähmaschine. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ja, total, auf jeden Fall. Also das ist die haben nicht so viel Lint, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort jetzt ist. Fusseln?
Die fusseln nicht so stark. Das hilft schon, aber muss die Maschine trotzdem regelmäßig reinigen. Hier Public Service Announcement. Wenn du die Nadel wechselst, bitte deine Maschine sauber machen. Wenn du das nicht machst, rechts, links, ne, Ohrfeige, weil das geht nicht. Die geht kaputt. Nicht gut. Mach also die sauber, bitte. Ich kann dir auch verraten, aus unserer Nähmaschinenhändlerzeit, der größte Reklamationsgrund an Nähmaschinen war tatsächlich, dass die nicht korrekt gereinigt wurden und dann einfach nicht mehr liefen. Also immer mal sauber machen. Ja, das ist tatsächlich. Ich habe Glück, die Bernina Maschinen, die neuen, ich meine, gut, die kostet auch 4000 Euro, die sagt einem, bitte reinige mich, bitte öle mich, das macht die schon. Aber man muss nicht immer darauf warten, bis sie das sagt. Also es ist schon wichtig, die Maschine zu pflegen. Und Nadel wechseln, bitte. Liebe Leute, Nadel wechseln. Nadel ist das günstigste Teil beim Nähprozess und das, was am allerwenigsten ausgewechselt wird. Wie oft ich höre, Nadel wechseln, wieso? Die ist doch noch gar nicht gebrochen. Nadel wechseln. Wenn du den Unterfaden wechselst, wechsel auch die Nadel. Mach's einfach. Die kosten nicht viel Geld. Hast du da spezielle Nadeln, wo du sagst, da schwöre ich drauf, da muss ich immer ein paar Päckchen von haben? Schmetz. Schmetz, nur Schmetz, all the way. Gibt ja Leute, die nehmen auch Organnadeln, die sollen ja wohl auch gut sein. Vielleicht habe ich einmal Pech gehabt. Ich hatte einmal Organnadeln, die waren einfach Mist. Die haben nicht funktioniert. Ständig habe ich da Skip Stitches gehabt. Irgendwie, das Nadelbild war nicht schön. Und Schmerz geht immer, die Leute laufen gut. Und ich kaufe die in rauen Mengen. Ich habe so eine Garnbox von Orifil leer gemacht und da bewahre ich die drin auf. Und ich habe immer reichlich da. Und zum Quilten benutze ich Topstitch 80er. Mhm. Und davon habe ich einen Stapel. Mhm. Und ich kaufe auch immer, wenn die leer werden, also die werden nie leer. Wenn die leerer werden, dann kaufe ich immer gleich irgendwie so ein 10er-Pack von diesen Päckchen, wo jeweils, wie viele sind da drin? 10 Stück? Zehn oder 5, je nach Sorte. Ich glaube, ich kaufe das 5er-Pack. Genau, weil die passen nämlich in diese Garnspulenrolle rein, dieses 5er-Pack. Die großen passen nicht rein. Und davon kaufe ich dann 10 Stück und dann weiß ich wieder, ich habe. Also mich immer alles da habe, weil wie gesagt, Nadeln, klar, wenn ich Nadeln bestelle, bestelle ich wieder für 50 Euro Nadeln, aber da komme ich dann auch wieder echt monatelang mit aus und eine Nadel kostet 50 Cent. Und was ich für Stoff ausgebe, da brauche ich echt nicht an der Nadel sparen. Also das ist es nicht wert. Also du würdest schon sagen, deine Philosophie ist da mehr lieber Qualität vor Quantität. Also du möchtest Spaß haben am Nähen und dann soll es auch nicht am Material hapern. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass Quantität für mich jetzt irgendwie kein... Das ist schon... ich habe schon die Ambition, einen Quillstapel bis zur Decke zu Hause zu haben. Also Quantität ja, mehr ist mehr, aber Qualität ist halt auch wichtig. Denn meine Philosophie ist, nichts ist teurer als billig kaufen. Ne, das ist... ich kann an allen möglichen Enden sparen, aber es nützt nichts, an Enden zu sparen, die am Ende teurer kommen. Wenn die Nadel mir die Nähmaschine kaputt macht, dann habe ich nicht gespart. Das passiert halt. Billige Nadeln haben oft das Nadelöhr nicht exakt in der richtigen Position oder manchmal sind die minimal länger. Dann kann das echt schon mal passieren, dass die Maschine kaputt geht. Und das ist ja dann super, dass du 2 Euro an den Nadeln gespart hast, aber du gibst dann halt irgendwie 300 Euro für die Reparatur aus. Also deswegen bitte spart nicht an den Nadeln. Und Schmetz, wenn ihr mich sponsern wollt, gerne. Ich mache das im Augenblick umsonst. Also ich schwöre auf Schmetz. So, ne. Ja, kann ich dir doch recht geben. Es sind qualitativ wirklich, wir finden auch bei Quillzauberei die hochwertigsten Nadeln. Orgen haben wir auch aus dem Sortiment geworfen, weil viele Reklamationen letztlich. Klingt wie eine Werbung. Ja, ist ja scheißegal. Kann man rausschneiden. Nee, das klingt wie eine Werbung, aber liebe Leute, ganz ehrlich, das ist meine Erfahrung, das ist die beste Nadel. So, Punkt, aus, Ende. Braucht man nicht drüber zu diskutieren. Wer anderer Meinung ist, gerne, aber mit mir kommt nichts anderes mehr in die Maschine. Ja, aber letztlich macht dich das ja auch authentisch, ne? Dass du sagst, ich lasse mich nicht von jedem bezahlen und ich sage nicht einfach zu jedem hier so, hör mal, gib mir Summe X und dann finde ich dein Produkt toll. Da steckt halt auch Know-how dahinter. Ja, ich meine, so ist es nicht. Summe X, ich nehme die gerne. Ne? Also Schmerz, bezahlt mich ruhig. Aber wie gesagt, dafür mache ich es nicht. Also wenn ich bin ein Orifil-Artisan und das bin ich jetzt nicht, weil die mir 1000 Euro in die Hand drücken und sagen, hier, sag mal, Orifil ist toll. Sondern das bin ich, weil ich die benutze und die angeschrieben haben und gesagt, liebe Leute, ich würde ganz gerne mitmachen an dem Programm, weil ich das spannend finde und interessant. Und bin jetzt im zweiten Jahr dabei, weil ich hinterstehe. Das macht Spaß. Es ist ein schöner Club, in dem ich da drin bin von Leuten, die da einfach Spaß am Nähen haben und halt mit Orifil arbeiten, zufällig. Und das ist einfach auch ein geiles Garn. Ich meine, es ist auch keine Hexerei. Es ist nicht so, dass es irgendwie Orifil niemals reißt und weiß nicht, das tausendmal geiler ist als jedes andere, aber es ist gut.
Und es ist nicht so wahnsinnig teuer. Klar ist es teurer als das, was man irgendwie auf dem Stoffmarkt kaufen kann. Aber was du auf dem Stoffmarkt kaufst, das reißt halt ständig. Mhm. Und dann ist das ja schön, dass die Spule nicht 10 Euro, sondern 2 Euro kostet. Aber wenn ich die ganze Zeit nur fluche und keine Lust habe am Nähen, dann, also ich würde diese Quilts hier nicht alle hinkriegen, wenn ich mich ständig mit meinem Garn rumplagen müsste. Also können wir zusammenfassend sagen, wenn du die 10.000 Follower erreicht hast, das ist der Moment, wo der Quiltstapel, wo wir dann ein Foto kriegen, dass der bis unter die Decke von deiner Wohnung reicht. Na, bei 10.000 mache ich dann mal ein Foto und sag mal, wie hoch der Stapel dann ist. Und wenn ihr ne, gütig mit mir seid, dann ist der Stapel nicht viel höher als jetzt, weil das schnell gegangen ist. Aber naja, es wird sich zeigen, mein Gott. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie die unbedingt brauche. Und es ist auch, ich weiß auch nicht immer, wie viel Follower ich habe, weil so wichtig ist es auch gar nicht. Also jeder Einzelne von euch, schön, dass ihr da seid. So, aber die Link-Funktion wäre schon nett. Ja, die wäre geil. Also die hätte ich gerne. Die würde ich auch bei 5.000 nehmen, aber die ist halt nicht da. So, ja, halt, ja, ne? Da sind sie eigen bei Instagram. Genau. Ja gut, aber so dadurch hast du halt nicht irgendwie, dass jeder Pups irgendwie verkaufen kann, blöde, weil es ist im Prinzip ja nur eine Verkaufsfunktion. Hm. Wenn ich nichts verkaufen will, dann brauche ich auch diesen Direktlink nicht unbedingt, aber schon nett. Aber du könntest dann auch einen Direktlink zum Beispiel zu deinem Blog posten. Du hast ja auch einen Blog, ne? Genau, ich habe also den Blog, das ist angefangen hat mit Instagram, dann kam YouTube und dann kam erst der Blog. Ich hatte vorher mal Blogbeiträge gemacht, also mehr über halt Instagram für eine Firma, die ich mittlerweile doof finde, die ich nicht nenne. Mhm. Aber ich finde euch doof. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich mache jetzt mal einen Blog für mich selber und habe die Sachen, die ich mal anders gemacht hatte, halt nochmal für den Blog rausgekramt. Und schön ist halt, ich weiß nicht, habe ich in irgendeinem Podcast gehört, der Blog, den du hast, deine eigene Webseite, ist eigentlich dein Zuhause im Internet. Was du auf Instagram postest, was du auf YouTube postest, auf Facebook postest, das ist alles auf einer fremden Plattform. Die könnten theoretisch verschwinden. Mhm. Es kann sein, dass kein Mensch mehr Instagram benutzt und dass Instagram irgendwann eingestellt wird. Und dann sind alle deine Sachen weg. Und wenn du aber einen Blog hast, der ist deiner, da hast du Kontrolle drüber. Den behältst du so lange, wie du willst. Mhm. Und deswegen ist das ein schönes, so ein drittes Standbein, was man im Prinzip dann noch hat für sich. Also ich habe auf meinem Blog nicht alles, was ich auf Instagram poste, aber da habe ich halt schon mal Beiträge, die mehr ins Detail gehen. Meine ganzen Oracle-Geschichten, die poste ich auf meinem Blog. Wenn ich mal ein Tutorial mache, was ich nicht auf YouTube mache, dann ist es auf meinem Blog und dafür ist der da. Der ist eher so... Ja, der ist halt ein Gimmick. Die kann man auch folgen, wenn man möchte. Mhm. Ne? Wenn du der 10. Follower sein möchtest. Also dem folgen nicht wahnsinnig viele. Aber auch deswegen, weil ich folge auch keinen Blogs. Ich habe lieber den Link gespeichert und gucke ab und zu mal rein. So. Ja, Henrik, wenn ich mir jetzt unseren, beziehungsweise deinen Quiltstapel so angucke, da scheinst du ja manche Designer doch ein bisschen zu favorisieren, oder? Ich weiß nicht, wovon du redest. ja, also ist schon, ich habe die Designsprache von Tula Pink, die man hier durchaus öfter ist, sehr nah an der meinen. Ihr Farbspektrum gefällt mir gut, mit einer Ausnahme, ich finde, sie hat zu viel Lila und zu wenig Gelb. Mhm. Aber sie sagt selber, Gelb ist ihr blinder Fleck. Jeder hat seinen blinden Fleck, mein blinder Fleck ist Lila. Das funktioniert bei mir nicht so gut. Aber andere mögen das halt. Und ihre Sprache ist so, was sie macht, gefällt mir meistens. Und das habe ich als für mich sind meine Stoffe, die ich habe, wie für den Maler, die Malerin, halt die Farbpalette. Und die Farbpalette von Tula Pink ist sehr nah an der idealen Farbpalette, die ich gerne hätte. Dann mag ich sehr viele Sachen von Lips Elliott, die ist ja auch hier. Und die mag ich jetzt nicht nur, weil sie mir was geschenkt hat, sondern einfach, weil die macht so wilde, verrückte, tolle, geometrische Sachen. Und hat auch knallebunt. Also das ist die, das hier ist Phosphor, die Kollektion. Und die ist so grell. Also die ist erblindend grell und ich finde es großartig. Das ist toll. Mehr ist mehr. Dann mag ich total gern Juicy Juice. Der ist jetzt hier nicht dabei, weil der schwierig zu kriegen ist in Europa, wie du wahrscheinlich weißt. Und ich habe hier sogar was von Kay Facet. Der ist so beinahe in meinem Farbspektrum. Der hat ein paar Sachen, die ich mega geil finde. Bei Tula ist es meistens so, dass ich die gesamte Kollektion super finde. Und das ist halt einfach für mich. Dann kaufe ich halt die ganze Kollektion, habe ich die halt da. Und bei Cave müsste ich halt so raus, der haut ja auch immer so viel auf einmal raus. Haut ja eine Kollektion raus mit irgendwie 60 Stoffen. Und dann finde ich halt 20 davon gut. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Ich mag total gerne sehr, nicht gedeckte Farben, sondern sehr, sehr grelle Farben, also saturated. Also das gefällt mir gut. Und das macht halt Tula. Und deswegen kommt die halt hier sehr, sehr oft vor.
Du hast also schon noch andere Götter außer Richtig. Göttinnen genau. als Tula Pink. Ist, genau, ich bin, es ist kein Monotheismus in meinem Nähschrank, ja. Aber Tula hat schon, hat sehr viel Platz in meinem Schrank, ja. Muss man sagen. Wenn ich einhaken darf, dein Sofa. Das ist aber Cave Facet. Ja, das Sofa haben wir tatsächlich extra hier. Also das ist immer, wir sagen immer scherzhaft, unser Begleitpersonen-Parkplatz. Ah. Für Kinder, Ehepartner, Freunde, die mitkommen und eigentlich hier so gar nichts zu tun haben mit der Sache und sich nicht totlangen wollen und einfach nur ein bisschen in ihr Handy reingucken. Mhm. Die können hier bequem sitzen und bekommen noch einen Kaffee oder Cappuccino mhm. dazu. Was euch fehlt, ist der kostenlose WLAN-Zugang für wartende Personen. Das ist ein bisschen noch, da müsst ihr noch dran arbeiten. Aber ansonsten habe ich auch schon, kommst hier rein, sieht man das Sofa direkt, das ist toll. Auch wenn das hier eher mein Interview ist, aber wollte ich noch mal kurz gesagt haben, habt ihr echt schön gemacht. Aber du machst auch schon mal kleinere Projekte, sehe ich hier hinter mir. Also es ist nicht alles nur Quilts. Ich meine, es ist ja auch ein Quilt, wenn es auch ein kleiner ist. Sobald es gequiltet ist, ist es ein Quilt. Ne? Aber ja, ich mache auch mal kleinere Projekte, wo ich dazu sagen muss, der Grund für die kleineren Projekte ist der, dass das kein UFO werden sollte. Es war halt da, der Blog war halt da. Ich musste das für die Fotos, den Swiss Machine Blog, ja irgendwie auch präsentieren. Was mache ich denn mit dem, wenn ich ihn fertig habe? Und da habe ich dann hier mein Matchstick-Quilting gemacht. Das ist für Foundation Paper Piecing im Prinzip das Ideale, einfach zu Tode quilten, weil das ja ohnehin schon recht steif ist, dann kann man es auch richtig steif quilten. Und das ist, man sieht das jetzt gerade nicht, auf der Rückseite habe ich Vinyl gegengenäht mit einem Reißverschluss, das ist so ein Project Bag, den habe ich auch ab und zu mal unterwegs mit. Und das hier habe ich dann halt als Kunst an die Wand gehängt, weil ich nicht so richtig wusste, was ich mit dem Block machen soll und bevor der irgendwie in der Schublade endet. Ich bin kein großer Work-in-Progress-Mensch, also ich habe keinen riesen VIP-Stapel, wie andere den haben und auch nicht viele Orphan-Blocks und so. Ich nähe einfach Sachen gerne ans Ende und ich habe auch, wenn ich ein Projekt mache, mache ich auch immer während des Projekts, meistens bevor ich fertig bin, schon den Restekult. Sei es ein Kissen oder ähnliches, die Reste nähe ich einmal zwischendurch so zusammen, dann habe ich schon mal was fertig, bevor das Riesending fertig ist und habe schon mal so einen Erfolgsmoment mittendrin, was ich auch nur allen ans Herz legen kann. Machst eine 2x2 Meter Decke, nähe das Kissen, was dazugehört, einfach mittendrin. Dann hast du schon mal was fertig und fühlst dich nicht wie so ein Versager, der 8 Wochen für ein Quilt braucht. Du hast was fertig. Das ist ein schöner Moment. Super Tipp. Ja, ja. Das, und dann ist auch meine Resteschublade nicht so groß. Jetzt ist die sowieso ganz leer, weil ich die verkauft habe. Aber ja. Und wie funktioniert das dann? Wie machst du das dann? Achso, ich habe die, ja klar, hätte ich auch gleich auch eingehen können. ich habe so ein paar Pakete daraus fertig gemacht, nach Gramm. Ich habe die gewogen und fertig gemacht und dann draufgeschrieben, wie viel Gramm das jeweils sind und ein Foto gemacht und ein D-Stash-Instagram-Account dafür angelegt und habe die Reste konkret verkauft und das Erlös ans Hospiz in Dülmen gespendet. Da habe ich einen persönlichen Bezug zu und ich dachte, ich wusste halt, ich mache es für einen guten Zweck. Und dann hatte ich kurz überlegt, so, was mache ich jetzt für einen guten Zweck? Es gibt ja 1000 für ein Tierheim oder, weiß ich nicht, LGBTIQ oder Antirassismus. Und dann war ich mir überlegen, so, welchen nehme ich jetzt genau? Und dann fiel mir das Hospiz wieder ein. Da habe ich einen direkten Bezug zu, das kenne ich. Da weiß ich genau, das kommt an. Also kleiner Tipp fürs Spenden. Wenn du 50 Euro spenden willst und du spendest das an das Rote Kreuz, ja, dann kommt davon bei, weiß ich nicht, dem kleinen Mädchen, das es kriegen soll, nicht viel an. Wenn du allerdings jemanden kennst oder von jemandem weißt, ein Mensch, der hat keine Schuhe und du gibst diesem Menschen 50 Euro, dann kann der Mensch sich dafür ein gutes Paar Schuhe kaufen. Deswegen bei Spenden immer gucken, genau wo es hin soll und genau dahin spenden. Wenn man was für Obdachlose spenden möchte, dann kann man gucken, wo gibt es eine Obdachloseneinrichtung im Ort und das direkt dahin spenden und nicht an die Organisation darüber. Und das finde ich immer ein ganz guter Tipp für Spenden. Direkt genau dahin spenden, wo es hingehört. Dann kommt es auch wirklich uneingeschränkt an. Mhm. Und da habe ich es halt hingespendet. Da sind 250 Euro bei rumgekommen, was ich ziemlich viel Geld fand für so ein bisschen Stoffreste. Und ich habe das halt aufgerundet auf 300 und habe das an das Hospiz gespendet. Mhm. Ja, schön, dass ihr heute zugeguckt habt bei unserem Video. Ich habe ja Henriks Kanal heute ein bisschen gekapert für dieses Video. Vergesst natürlich nicht auch zu liken, zu kommentieren, ganz wichtig. Und natürlich auch Henriks Kanal zu abonnieren, denn er hat sehr viele, sehr coole Videos. Mein Favorit ist eigentlich das Sew Together Bag Video, wo er ein geniales Video von gemacht hat. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es aber auch abonniert. Schön, dass du da warst, Henrik. Ja, vielen Dank, dass du mich auf meinem Kanal zu Gast hattest. Und jetzt hier, Abmarsch, ich melde mein Kanal. So, weg hier. So, ich. Also, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Hi, ich bin Ina aus der Quiltzauberei. Und ihr fragt euch bestimmt, was mache ich auf dem Kanal von Herrschaften Müller? Und du musst in die Kamera gucken? Yeah.
Ah, frische Gänsewein. Lass mal ein bisschen Mut antrinken hier. Ich seh mich dann ja nicht mehr, wenn ich jetzt aufstehe. Ich habe vorhin auf dem Foto, war das okay? Was denkst du? Sehe ich nicht gut aus? Doch. Okay, machen wir dann, klatschen wir halt. Darf auch witzig sein. Kein Druck oder so. Los! Jetzt tauschen wir mal die Sitzplätze. Umbaupause, Umbau. Weißt du, was ich komisch finde? Dass das hier mein Kanal ist, aber du das Sagen hast. Schwierig, aber machbar. Wasser. Lea. Oh. Jetzt machen wir kurz einen Schnitt, weil Kunden mit Geld drohen. Das geht natürlich nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal.